Ja, liebe Freunde, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Breaking Point. Das ist eine Arma 3 Modifikation, die ich euch mal ein bisschen näher zeigen wollte. Allerdings eine kleine Änderung. Ich hatte euch in dem letzten Video, ich meine, es war bei Vanishing Wiesenkarte, angekündigt, dass ich einen Breaking Point Let's Play machen wollte. Allerdings habe ich mich jetzt dazu entschlossen, aufgrund dessen, dass demnächst auch GTA 5 rauskommt und so weiter und ich nicht so viele Projekte neu anfangen will und ewig hinziehen möchte. Insurgency läuft ja auch noch und so weiter und Walking Dead ist auch noch nicht zu Ende. Dass ich einfach nur ein paar Modifikationen von Arma 3 einfach ein bisschen vorstelle. Dazu zum unter anderem auch Wasteland oder auch Battle Royale. Das sind alles so Mods, die ich euch mal zeigen möchte. Ich denke, das werden hier so relativ lange Folgen werden. Also ich müsst euch vorstellen, ich mache einfach eine wie ein Let's Play quasi mit mehreren Folgen, aber die Folgen gehen jetzt nicht irgendwie 25 Minuten oder eine halbe Stunde, sondern vielleicht sogar eine Stunde, 50 Minuten. So ähnlich wie die alten DayZ-Videos, die ich gemacht habe. Die sind ja auch jetzt von Arma 2, die sind ja auch teilweise immer unterschiedlich gewesen, mal 45 Minuten, mal nur eine halbe Stunde. Je nachdem, wie viel man in dem Spiel zeigen kann und wie viel ich euch zeigen möchte. So, und heute möchte ich euch einfach nur mal ein einzelnes, schönes Video zu Breaking Point zeigen. Und euch einfach mal das Spiel näher bringen, was gibt alles zu entdecken, was kann man machen. Ich hatte auch vorher schon mal so angefangen, mein Let's Play aufzunehmen, muss ich dazu sagen, und hatte dann halt als Survivalist mal gespielt, um quasi zu zeigen, wie man möglichst lange lebt. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen langweilig für euch auch, da jetzt zu schauen, dass ihr, wie ich dann nur dumm rumlaufe und so weiter. Deswegen habe ich mich heute entschlossen, mal als Hunter zu spielen. Ich gehe auf die Klassen jetzt mal näher ein, damit ihr euch auch mal einen kleinen Überblick verschaffen könnt, was diese Klassen überhaupt aussagen, was man, wofür die zu gebrauchen sind und so weiter. Ja, ich würde mal sagen, bevor ich euch die Map näher bringe, fangen wir erstmal an hier mit den Klassen. Es gibt einmal den Ranger, das ist sozusagen der Polizist oder der Gute im Spiel, der Hero-Player, so ein, wie man es in DayZ jetzt eben auch gesehen hat. Die kann ich euch mal anklicken einmal, da seht ihr hier die entsprechenden Level, die man als Ranger, sag ich mal, bekommt. Das ist unter anderem, wenn ihr Leuten irgendwie, wenn ihr die bandagiert oder wenn ihr den Essen gebt oder wenn ihr andere Bösewichte erschießt und so weiter, dann kriegt ihr Pluspunkte, und wenn ihr einen bestimmten Wert an Punkten überschritten habt, ich glaube, bei dem ersten sind es 2000, die man machen muss, um vom ersten auf den zweite Level zu kommen, und dementsprechend kriegt ihr auch andere Fähigkeiten und andere Klamotten, wie ihr hier seht, und größere Rucksäcke zum Anfang an und so weiter. Also schon ganz, ganz cool. Das Coole beim Ranger ist auch, der hat einen Ranger-Chat, das heißt, ihr könnt mit anderen Rangern euch unterhalten und könnt euch absprechen und taktische Informationen weitergeben und so weiter. Das ist schon ganz cool. Die wollen wir jetzt aber nicht spielen. Dann haben wir hier den Outlaw, der macht quasi, das ist quasi, der hat sein eigenes Gesetz, dem ist das egal, was die Ranger da machen, die machen einfach ihr eigenes Ding, sind jetzt nicht die super Bösewichte, aber vertrauen würde ich denen jetzt auch nicht unbedingt, weil, wie gesagt, die können ganz cool drauf sein, können aber auch echt einen an der Waffel haben. genau, das sind auch die einzelnen Level, die sie dann kriegen. Die kriegen auch unter anderem größere Rucksäcke oder manche sind dann irgendwie resistenter gegen Treffer und so ein Kram. Also was es genau ist, das könnt ihr alles nachlesen in der Wikipedia-Seite von Breaking Point, also Breaking Point Wiki. Den Link davon packe ich euch gerne in die Beschreibung mal rein, dann könnt ihr da euch mal durchblättern, da steht alles über Breaking Point, welche Waffen welchen Schaden machen, welche Klassen man, welche Punkte sammelt, wie man die Punkte sammelt und so weiter. Also super informativ, super viele Informationen auch, also einfach mal durchblättern, da, falls ihr euch für das Spiel interessieren. Dann haben wir hier den Hunter, den ich eben spielen wollte. Das ist quasi der sadistisch Veranlagte, der einfach alles über den Haufen mäht und dafür auch noch Punkte kriegt. Also ihr braucht also ich würde euch sowieso empfehlen, wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, spielt als Hunter, weil ihr braucht auf nichts Rücksicht nehmen. Wenn ihr Gegner seht, ballert ihn über den Haufen, ihr kriegt Punkte dafür. Also es ist deswegen, wenn ihr, egal welche Klasse ihr spielt, seid ihr jetzt Hunter, seid ihr jetzt irgendwie Ranger und so weiter, wenn ihr so einen Typen seht hier, so einen, überlegt gar nicht lange. Er knallt ihn einfach sofort über den Haufen, weil der Kerl kriegt Punkte dafür, dass er euch tötet. Das heißt, mit dem ist nichts hier mit Friendly und so weiter. Das wird keiner machen. Bei Rangern, also hier bei diesen, wenn ihr solche hier trifft, bei denen könnt ihr natürlich, da würde ich sowieso nicht direkt drauf losballern, da würde ich erstmal gucken, wie ist er drauf. Manchmal schenken die euch wirklich was, weil die kriegen Punkte dafür, dass sie euch helfen und euch eben nicht erschießen. Aber natürlich auch wichtig, wenn ihr natürlich Hunter seid, solltet ihr euch natürlich nicht mit dem hier aber eher freundlich machen und so weiter, weil, wie gesagt, ne, also ihr kriegt Punkte, ihr kriegt sogar richtig Punkte, wenn ihr die killt, und die werden euch auf jeden Fall auch direkt über den Haufen ballern. So, Nomads, das sind quasi die normalen Survivor, die so rumrennen. Die haben allerdings auch einen eigenen Chat, wo sie sich miteinander unterhalten können. Das ist quasi so eine eigene paramilitärische Fraktion irgendwie, die sich da irgendwie so ein bisschen verbunden haben und unter anderem auch zusammen gegen andere
Spieler kämpfen. Habe ich selber mich noch nicht mit auseinandergesetzt, habe ich auch ehrlich gesagt noch nie genommen. Dann gibt es eben den Survivalist, richtig schöne Klasse. Würde ich zwischen diesen beiden etwa ansiedeln. Das heißt, der ist wirklich komplett herzlich aus allem raus, aus jeglicher Schießerei, aus jedem, es sei denn, das ist wirklich, wenn es natürlich nicht unvermeidbar ist, gut, dann fängt er auch an zu schießen, aber sonst werdet ihr als Survivalist euch wirklich aus allem Geschehen raushalten, schleichen und so weiter. Bei dem ist es auch so, wenn ihr seht jetzt hier die Level, ihr kriegt einen Halb-Ghillie und einen Voll-Ghillie, wenn ihr entsprechend euch hochskillt. Und um eben noch versteckter zu sein und eben noch unsichtbarer durch die Welt zu schleichen. Ist eine coole Sache, wenn man lange leben möchte. Und ihr kriegt natürlich auch mit jedem, das ist die einzige Klasse, bei der ihr vom Überleben Punkte bekommt. Also ihr müsst nicht zwangsläufig irgendjemanden töten oder so. Ihr könnt natürlich auch die Hunter töten oder die Outlaws. Aber ihr werdet, ihr seid dazu nicht verpflichtet. Ihr könnt auch einfach irgendwie euch verstecken und die ganze Zeit rumschleichen und so weiter. Und jedes Mal mit jedem Minuten, die ihr lebt, kriegt ihr Punkte, um entsprechend einen höheren Rang zu erreichen und dann wieder neue Fähigkeiten freizuschalten. Dann gibt es noch Non. Das ist quasi niemand. Der hat einfach keine Fraktion, keine Ziele verfolgt. Der ist einfach komplett, ja, auf sich allein gestellt. Kriegt auch keine Punkte, wenn er Leute tötet. Also es ist egal, wen er tötet, der kriegt weder Minus noch Pluspunkte. Also aber, und er hat den Vorteil, dass er wirklich alle Klamotten tragen kann. Also hier sind natürlich auch die Level, die ihr hier habt, von den Standardklamotten, aber ihr könnt theoretisch gesehen alles anziehen. Also er kann sich zum Beispiel Ranger-Klamotten anziehen und sieht dann aus wie ein freundlicher Ranger-Spieler, ist aber, ja, dem ist aber einfach alles egal. Der kann einfach jeden über den Haufen ballern und verliert dadurch keine Punkte und kriegt halt auch keine. Das heißt, für ihn ist es einfach nur so ein, wenn ihr einfach nur spielen wollt und einfach freie Entfaltungsmöglichkeiten haben wollt, nehmt ihr diese Klasse. Wie genau der jetzt Punkte bekommt, um die Level aufzusteigen, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Deswegen würde ich euch empfehlen, lest die Wiki, da steht das alles drin und oder probiert es einfach aus. Vielleicht kriegt ihr bei was auch immer ihr Punkte bekommt. Beim Survivalist kann ich nochmal ganz sagen, weil ich den häufig spiele, die kriegt ihr auch Punkte, wenn ihr zum Beispiel so typische Überlebensszenarien durchspielt, wie zum Beispiel jetzt ein Schaf, was ihr findet, zu schlachten und entsprechend das Fleisch zu verarbeiten, kriegt ihr Punkte dafür und so weiter. Aber ich, zu genug gequasselt jetzt erstmal, ich würde sagen, wir spielen als Hunter und auf der schönen Map Bornholm übrigens, sehr wohl bemerkt, aber da gehe ich gleich näher drauf ein, was Bornholm überhaupt ist. Und wir starten jetzt einfach direkt als Hunter und sagen Confirm. Breaking Point Bornholm, genau. So, Bornholm ist eine, sind wir auch schon gespawnt, alles klar. Haben wir direkt die Axt in der Hand, die können wir wegstecken, die brauchen wir nicht. So, Bornholm, wie ihr seht, ist sehr weltlich. Und zwar, das ist eine dänische Insel, die in der Ostsee liegt. Ist auch, ich würde euch das gerne auf der Karte zeigen, wir haben allerdings keine Karte zum Anfang. Deswegen müssen wir uns hier einfach erstmal ein bisschen so orientieren und versuchen, einfach in irgendeine Richtung zu laufen, dass wir mal eine Art Zivilisation entdecken, wo wir uns entsprechend voll looten können, um uns ein bisschen zu equippen und um uns auch gegen andere Spieler verteidigen zu können. Es gibt natürlich auch eine Third-Person-Ansicht, so sehen wir von hinten aus. Wir haben einen kleinen Rucksack zum Anfang, wir haben eine Axt zum Anfang, mit der man natürlich auch Spieler töten kann, aber wie gesagt, Schusswaffe gegen Axt, immer ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich sagen, halten wir uns erstmal hier raus. Bei der Insel ist die Sonne immer im Osten, das habe ich im Laufe der Spielzeit schon herausgefunden. Deswegen könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel nach Süden laufen wollt, was ich euch am Anfang empfehlen würde, weil da eben die ganzen großen Sachen wie Airfield und Militärbaracken und so weiter sind und auch größere Städte, würde ich euch empfehlen, nach Süden zu laufen. Allerdings sage ich euch gleich, im Süden sind auch viele Spieler. Wir haben hier aktuell, kann ich das sehen, Spieler, doch ein paar Spieler auf dem Server. Und wenn ihr nach Norden laufen würdet, würdet ihr wahrscheinlich weniger Kontakt zu Spielern haben. Aber auch schlechtes Loot. Das ist eben das Negative an der Richtung. Deswegen würde ich sagen, laufen wir mal nach Süden. Denn im Süden, wie gesagt, wie ich schon sagte, gibt es eine Menge Militärbaracken und auch jede Menge entsprechende Städte. Zombies gibt es natürlich auch. Alles nicht so ganz ja, einfach, weil ja eine Menge Gefahren lauern können. Gerade so offene Felder, über die wir jetzt laufen, kann schon unser Untergang sein. Allerdings haben wir nicht viel zu verlieren, deswegen egal. Da hinten haben wir schon eine Hütte, die sollten wir direkt mal abchecken. Weil das Wichtigste wirklich zum Anfang ist eine Schusswaffe, damit ihr euch verteidigen könnt. Am Anfang werdet ihr nicht viele, wir rennen am besten mal hier durchs Gebüsch. Oder durchs hohe Gras, haben wir ein bisschen bessere Deckung. Denn ihr braucht entsprechend
eine Schusswaffe, um euch zu verteidigen. Also wie gesagt, es gibt aber nicht viele gute Schusswaffen. Das fängt mit kleinen Pistolen an, 9mm, bis einzelnen Jagdgewehren und so weiter, die ja wirklich immer nur Einzelschuss haben und dann jedes Mal nachladen müssen. So Bolt-Action-Rifles nennen sich die, glaube ich. Da hätten wir auch noch ein paar Hütten. Aber wir fangen jetzt mal hier mit der Scheune an. Dann ist ein Lagerhaus. So. Das Problem ist, man kann hier nie Spielern komplett aus dem Weg gehen. Loot spawnt hier übrigens nicht in so, einfach so da so auf dem Boden so, sondern in so Säcken, Koffern oder Säcken, genau, wo wir davon reden. Okay, hier haben wir Holz und 22er, das ist Kleinkaliber-Munition, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Sonst haben wir hier, soweit ich gesehen habe, nichts weiter, oder? Nee. Nee, hier ist sonst nichts mehr. Okay. Gehen wir mal da hinten zu der Scheune. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Genau, die 22er Muni. Am besten nehmt ihr am Anfang immer alles mit, was ihr brauchen könntet. Auch gerade Munition ist wichtig. Auch wenn ihr noch keine Waffe habt dafür. Einfach immer alles einstecken, die ganze Munition, und mitnehmen. Weil sobald ihr die entsprechende Waffe dann findet... Okay, da vorne liegt ein Typ. Das ist schlecht, er hat uns gesehen. Und ich glaube, er zielt auf uns. Wir sollten den mal ganz schnell weglaufen. Weil der wird sich garantiert gleich auf uns schießen und... Oh ja, der schießt gleich auf uns. Der schießt gleich auf uns. Nein! Wow! Ja, du mich auch, du Arsch. Du kannst den Weg gehen. Hui! 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 Zack, zack, Slalom, triffst mich nicht, du Arsch. Du triffst mich nicht. Offenes Feld, ja. So, das Problem ist, wenn, oder das Gute ist, wenn er eine Waffe draußen hat, kann er nicht so schnell laufen wie wir ohne Waffe. Aber er kann weiterhin auf uns schießen, was ein bisschen blöd ist. Hätte ich jetzt eine Waffe, hätte ich mich verteidigt dagegen. Dann wäre wahrscheinlich schon tot gewesen. Aber ohne wird das schwierig. Am besten laufen wir mal direkt hier in den Wald rein und looten hier gar nicht groß lange. Sondern versuchen den erstmal abzuhängen. Weil er weiß jetzt, in welche Richtung wir gelaufen sind. Und der wird uns gleich auch nochmal auf uns schießen. Wenn er uns zugesehen bekommt, also zu Gesicht bekommt. Deswegen einfach mal ein bisschen hier durch die Pampa laufen. Oh, großes offenes Feld, blöde Idee, aber so weiter wir von ihm weg sind, desto schwieriger trifft er uns auf, wenn wir dann noch zickzack laufen. Aber gute Karten, das zu überleben. Jetzt gucke ich mal, dass wir zu dem Wald dahin hinkommen. Ah, das ist immer das Problem. Wenn man am Anfang keine Waffen hat und dann versucht irgendwie zu überleben. Aber das ist halt auch das Problem, dass viele Spieler leider nicht hier so einen auf Fresh spawnen und ich bin ganz unschuldig und kann mich sowieso nicht verteidigen, friendly, friendly und so. Die Leute sehen nur Punkte, 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 geilen Hunter, der bringt Punkte, kommt nein, will über den Haufen. Scheißegal, ob der equipped ist oder nicht. Auch wenn das punktetechnisch Unterschied macht, ob er equipped ist oder nicht. Also ich glaube, ganz normale Fresh Spawns, die irgendwie einen bestimmten Zeitpunkt erst leben, die haben in der Regel so... Oh, okay, wir kommen gerade in eine Stadt, in der es auf jeden Fall lustig werden wird. Davon abgesehen, also wie gesagt, ihr kriegt, glaube ich, 50 Punkte, wenn ihr einen First Spawn killt. Und 150, wenn das jetzt wirklich ein erfahrener Spieler ist, der auch entsprechendes hohes Level schon hat und so weiter. Ich denke, den sind wir los. Der wird noch eine Zeit lang mit seiner Waffe rumgelaufen sein, um sicher zu gehen, dass ich ihn nicht irgendwie einen Hinterhalt für ihn bereithalte. Die Stadt da vorne, das ist Akirkby. Das ist, die ist ziemlich zentral südlich auf dieser Insel, sag ich mal. Die hat den Vorteil, dass sie eine Menge Ranger-Baracken hat. Das sind hier momentan die größten. Oh, hallo. Okay, Moment, ganz kurz. Da muss ich mal kurz ein bisschen equippen. Wir haben Ring-Munition, sehr gut. Dann nehmen wir am besten erstmal die Sniper. Bauen das Barrel rein. Laden Munition nach. Nehmen wir auch noch mit. Ne? Nur Sportsback ist größer als den wir haben, deswegen sollten wir den auch mitnehmen. So, Visier drauf. Hatchet haben wir schon. Kompass nehmen wir auch mal mit. Und Munition 22er. Gut, könnten wir jetzt mitnehmen. Ist egal, wir nehmen die erstmal mit. Ja, dann haben wir schon mal ein Jagdgewehr. Stecken wir das mal weg, damit wir schnell laufen können. Und dann geht's weiter. Nicht lange aufhalten lassen.
So, das Problem ist, Akirkeby, weiß ich nicht, ob es die beste Idee ist. Ich denke, wir meiden das erstmal, weil, wie gesagt, die Ranger, diese schwarze Bracke, die ihr da hinten seht, ich zähle da mal drauf, dieser da jetzt, die quasi Mitte des Bildschirms ist, die sieht man so ganz knapp über das Heu rüber scheinen. Das ist eine Ranger-Baracke. Das spawnt verdammt krasses Loot. Also da kriegt ihr echt die dicksten M4 Sturmgewehre, G36, ich weiß nicht was, richtig fette Sniper und so ein Kram. Auch an Handgranaten und so weiter. Aber, ja, wie ich anfangs schon mal sagte, gutes Loot lockt Spieler an. Und das kann jetzt gut gehen. Wir können Glück haben und rennen direkt rein und pam, alles übelst fett equipped. Oder aber wir kriegen auf den Sack und sind sofort tot. Die Frage ist, was ist euch lieber? Wollen wir lieber noch ein bisschen auf Sicherheit spielen und lieber die kleinen Militärbaracken looten und mit anfänglichen G36, hier M16 und so ein Kram, so leichten Sturmgewehren anfangen? Oder wollen wir sagen, komm, scheiß drauf, einfach rein da, direkt equippen und hoffen, dass wir heil wieder rauskommen aus der Sache? Schwierig. Ah, komm. Ich mache das ja echt extra für euch. Für euch, also würde ich jetzt alleine spielen und nicht aufnehmen, würde ich wahrscheinlich erstmal einen großen Bogen drum herumziehen. Aber ja. Vor allem das offene Feld ist natürlich eine blöde Idee, aber was soll man machen? Kaum eine andere Möglichkeit. Na komm. Wenn wir drauf gehen, machen wir es das nächste Mal einfach besser und lassen es sein. Aber ich sage euch jetzt schon gleich, das ist eine dumme Idee. Weil die Leute auch immer gerne auf den Dächern campen. Und wir nicht wirklich eine Close-Range-Waffe haben. Das heißt, wenn uns jemand auf den Sack geht, können wir eigentlich nur... Ich habe eine andere Idee. Ich baue das Visier einfach ab. Da haben wir eine Close-Range-Waffe. 223er Munition ist übrigens... ich rede jetzt erstmal nicht mehr so viel. Ich muss mich erstmal konzentrieren jetzt. Hier war noch keiner, das ist gut. Nada. Ihr müsst die ganzen Türen aufmachen. Irgendwo könnte eine Waffenkiste liegen. Es gibt in dieser Stadt 4 Ranger-Baracken. Und in jeder könnte eine oder mehrere Kisten liegen. Nada. Das ist eben auch die Gefahr, wenn ihr keine Kiste habt hier. Ist das natürlich problematisch. Scheiße, hier ist keine. Okay. Ja. Blöd. Relativ ruhig hier. Das macht mir Angst. Normalerweise ist es hier nie so ruhig. Offene Wiesen, ey. Ich hasse das. Die Leute campen da oben und campen die Eingänge massivst. Ich sag euch gleich, sobald hier irgendwo Schüsse fallen, bin ich weg. Ich glaube, wir gehen über die Treppe zuerst rein. Oh, Waffe raus. Man weiß nicht, ob hier einer reingemarschiert. Oh, hallo. Okay. Wichtiges Hinlegen. Wichtigstes ist Hinlegen. Könnt ihr von außen nicht weggesniped werden. Okay, jetzt wird's interessant. Aber keine Munition, das ist scheiße. Das bringt uns nichts, wenn wir eine Kiste haben ohne Muni. Waffen ohne Muni bringt uns gar nichts. Deswegen suchen wir lieber nochmal weiter. Oh, ein Glück heute, wa? Ich hoffe, ich komme hier heil raus. Das ist eine Sniper, das sind Sniper-Kisten. Da liegen immer dicke Sniper drin. Oder auch AKM. Moment, die Muni können wir aber garantiert benutzen, oder? Nein, das ist es auch nicht. Was sind die Muni? Karabiner 98, ist das? Ah, okay, alles klar. Aber auch nur 5 Schuss, oder was? Ja, 5 Schuss. Aber die machen mit Sicherheit mehr Schaden. Oh, das ist eine Colt 1911. AKM, Mac. 60 Rounds AKM, Mac. Okay, dann würde ich mal sagen, dann lieber die das AKM. 60 Rounds ist besser als 5. Ja, alles klar. Immer Vollauto. Wenn irgendwer dumm kommt, gibt's Stress.
Medical Kiste ist auch eine gute Sache. Ach, komm, leg dich hin. Antivirals braucht ihr bei Zombie-Infektionen. Military Field Dressing ist eine richtig gute Sache. Und Morphium brauchen wir auch. Okay, alles klar. Okay. Okay, alles klar. So, jetzt machen wir die Checkwaffe weg. Tür auf. Und nächste Baracke. Die allerdings am Stadtende ist. Na komm. Erstaunlicherweise haben wir das hier überlebt bislang. Puh. Ja, das muss wohl nicht heißen, nur weil die Baracken da clear sind, heißt es das nicht, dass die anderen zwei nicht, oder auch clear sind. Aber wir haben noch nichts anderes, wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken, aber Hauptsache eine dicke Wumme. Okay, wir müssen mal da lang rumgehen. So. Auf der Straße laufen ist auch nicht die beste Idee. Ja, Breaking Point. Um Breaking Point zu spielen, braucht ihr natürlich Arma 3 und ihr braucht Breaking Point. Ihr könnt nicht einfach so einen Server joinen und Breaking Point zocken, ihr müsst einen Launcher runterladen auf der Breaking Point ZombieInfection.com Seite, so heißt sie, weisen die. Und da über den Launcher könnt ihr euch dann irgendwie so 7, 8 GB erstmal an Mod-Files runterladen, hier diese ganzen Custom Weapons und so ein Kram. Und, boah, offene Felder, ich hasse es. Und ihr müsst euch registrieren auf der Seite. So, oder besser gesagt, whitelisten lassen. Dafür braucht ihr eure Arma-ID. Aber das steht alles in der Wiki beschrieben. Ich dachte, ich hau euch die Wiki unten rein. Auch wie man das installiert, den Mod und so weiter. Eine kleine Beschreibung dazu, dass ihr euch da auf jeden Fall zurechtfindet. Und dann könnt ihr das mal ausprobieren. Über den Launcher könnt ihr dann auch zu den anderen. Okay. Okay, okay, okay. Waffe raus. Ups, das ist immer das Problem. Wenn man F drückt beim Laufen, wirft er sich hin. Hier war schon jemand. Oder ist noch jemand? Oh, Schüsse. Ja. Ob die auf uns gehen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall schwören hier Schüsse. Klingt nicht, als wären sie auf uns. So, auch mal stehen bleiben, einfach mal zu hören, ob irgendwo Steps sind. Okay, hier ist niemand, alles klar. Dann weg hier. Die Schüsse scheinen hinten am Berg irgendwo zu sein. Schon jemand. Also wenig Loot. Normalerweise ist hier deutlich mehr. Einen schlechten Tag erwischt. Eine Toolbox. Remington Munition. Nehmen wir mal mit. So, Cerealien und der Rest ist mal egal. Alles klar, dann lass uns hier weg. Das waren die vier Baracken. Jetzt sollten wir erstmal ein bisschen in Deckung bleiben. Dann gucken wir mal, ob wir nochmal bessere Waffe finden. Ich meine, die AKM ist super, keine Frage, aber. Ups, leckt's gerade ein bisschen. Die AKM ist super, aber sie hat eben nur 60 Schuss und das ist jetzt ein bisschen wenig. Ich weiß nur, dass wir zu der Stadt da hinten hinkommen. Also zu dem Ortsteil. Ich muss auch da langlaufen. Wahrscheinlich mitten durch die Stadt rennen. Ja, die Schüsse sind immer noch da. Aber anscheinend nicht auf uns, so wie es aussieht. Glück für uns.
Irgendwo hier hinten in der Richtung müsste ein großer Militärturm sein. Ich weiß nicht, ob ich den finde. Aber da geht es auf jeden Fall auch Richtung Airfield, in die Richtung. Möglichst viel Deckung mal suchen, das ist die beste Option. So viel Deckung wie eben möglich ist. Ich würde jetzt keinen, da hinten ist der Militärturm. Alles klar. Da haben wir noch einen Sack. In diesen Industrial-Gebäuden findet ihr häufig so so Reparaturzeugs für Fahrzeuge, Hubschrauber und so ein Kram. Also was, irgendwelche Motoren oder irgendwelche Öl, so Motoröl und so ein Kram. Wir können jetzt natürlich auch irgendwo in die Stadt campen und einfach warten, dass irgendwelche Leute kommen, die wir einfach über den Haufen ballern können, schön, um Punkte zu sammeln. Aber ich finde bei so, gerade so bei DayZ und auch bei so, auch bei Breaking Point und so, mag ich dieses Survival-Feeling, mag ich einfach lieber, anstatt dieses Rumgecampe und zu warten, dass man irgendwelche Leute töten kann. Ich meine, wäre das hier Real Life in Anführungszeichen, ja, dann würde auch keiner von euch da irgendwie rumcampen, nö, um möglichst viele Leute zu töten. Ich meine, hallo. Von daher finde ich es ein bisschen, ich mag sowas immer lieber authentisch spielen, einfach so, wie man sich im Real Life auch verhalten würde. Und das ist in erster Linie natürlich, sich irgendwie entsprechend zu equippen, damit man halt möglichst lange sich gegen Zombies verteidigen kann. Lustig ist übrigens, dass wir noch keinen Zombie gesehen haben, das ist auch sonderbar, weil normalerweise rennen hier ziemlich viele rum, gerade in den Städten. Aber der Server hat, glaube ich, auch erst vor einer Dreiviertelstunde neu gestartet und dann ist es immer relativ gering mit der Zombie-Population, weil die irgendwie erst entstehen, wenn Spieler in den Städten herumrennen. So, jetzt wird's interessant. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal hier hin und gucken uns das Ganze ein bisschen aus der Entfernung an. Ich sehe ja jetzt nichts rumzappeln. Und auch sonst sieht es relativ cool aus. Ohne Fernglas allerdings auch nicht wirklich auszumachen. Tja. Ich würde sagen, wir riskieren es einfach. Ist immer die einfachste Entscheidung. Kann aber auch nach hinten losgehen. Oh, das ist ein bisschen blöd mit dem Stacheldrahtzaun, da kommen wir nicht durch, da müssen wir hier lang. Auch nochmal zum Thema Waffe draußen haben und nicht draußen haben. Wie ich vorhin schon sagte, seid ihr deutlich schneller, wenn ihr die weggesteckt habt. Seid natürlich aber auch empfindlicher bei Treffern. Ich würde euch empfehlen, grundsätzlich Waffen rauszuholen, wenn ihr hier so Militärgebiete lootet. Auch immer den Feuermodus überprüfen, dass ihr schnell mal F drückt, um den Feuermodus zu wechseln. Hier war auf jeden Fall schon jemand. Türen und offen. Oh, okay, Waffenkisten, das ist gut. Hallo, M4A3 und so weiter und so fort. Ich würde sagen, gerade schon sagen, dass wir immer hier wechseln. Das sind zwar 2x30, aber 2x30, hier findet man, also M4-Munition findet man deutlich öfter als AKM-Munition. AK-74 und so weiter und so fort. Die Remington kann man auch benutzen, das ist auch M4-Muni technisch gesehen. So, alles klar. Das sieht ja schon besser aus. So. Immer schön die Military Field Dressings mitnehmen, die sind wichtig. Painkillers braucht ihr auch. Normale Bandagen bei Zombie-Hits und so weiter ist auch eine gute Sache. Also am besten immer alles mitnehmen. M4A3. Okay, wir haben eine A3, ist natürlich noch ein Chicken besser, finde ich. Dann nehmen wir die mal. 45er, sehr schön. Haben wir sogar Munition. Zack, zack. Immer die 45. 39er ist übrigens für AK, wenn ihr nicht verwechseln, die 45er braucht ihr. So, dann haben wir auch schon 7 Magazine, beziehungsweise nicht ganz 7, aber die Remington-Munition ist auch noch dabei. Taktep-Kompass und so weiter und so fort, brauchen wir nichts von. Noch eine M4A1 haben wir hier. Eine Glock 17 ist auch schön. Aber die 45er haut ein bisschen mehr rein. Daher sollten wir es dabei belassen. Das eine 45er Magnum brauchen wir, da können wir die Remington noch rausschmeißen jetzt.
Brauchen wir nicht mehr. Und die 22er sowieso nicht. Alles klar. Gut, dann geht's weiter. Oh, Zombie. Hallo. Okay. Ja, renn mal raus, kleiner Zombie. Habe ich hier wenigstens keinen Stress mit dir. Schön ducken. Haben wir nichts weiter. Morphium mitnehmen, immer mitnehmen. Den Rest haben wir genug von. Aber Morphium braucht ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Beintreffer oder einen Armtreffer abbekommt. Dann könnt ihr nicht mehr richtig zielen oder könnt nicht mehr laufen. So, dann geht's ab nach oben. Zack, zack, zack. So, ihr müsst auch aufpassen, dass hier oben keiner gerade auf euch wartet oder so. Kann auch immer passieren. So, Glock 17, Tokarev, SVD-Munition und so weiter. Brauchen wir nichts von. Jetzt schwierig. Mal ein bisschen mit Third Person in die Ecken gucken, dass hier niemand sitzt. Und ans Ducken dran denken. 4K-Bein, 45er Munition, 45er Munition und das ACP nehmen wir auch nochmal mit. Eins reicht. Mehr als drei Magazine braucht ihr Secondary eigentlich nie. Ist nur für den Fall, dass ihr mal ein paar Zombies platt machen wollt. Und jetzt nicht mit der dicken M4 rumballern wollt. Und dann rennen wir ein Zombie rum. Na komm Zombie, komm mal her. Komm mal zu Papa. Komm mal her. Glitsch noch nicht durch die Wand durch. Ach Zombie. Ach, dann nicht. Soll mir recht sein. So, Waffe wegstecken und laufen. Beziehungsweise lauf mal nach Richtung Airfield. Das wäre dann nach Osten, Süd, Westen. Ja, Bornholm ist übrigens eine sehr schöne Map, finde ich. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr die jetzt bislang empfindet, aber ich finde, es ist eine sehr schöne Map, die echt eine Menge Spaß macht, auch weil es eben so viel Abwechslung bietet und weil hier auch nicht so wenig Militärloot ist. Also, hier findet man schnell Waffen, was gut ist, weil man ja sich entsprechend verteidigen möchte. Also, ich bin lieber einer zu der Fraktion, möglichst viel Loot und dafür mehr Leute, die Waffen haben, oder mehr Gegner, die Waffen haben, als nur so ein paar Leute, die Waffen haben und extrem wenig Loot. Also, das ist... Ich bin immer froh, wenn ich möglichst schnell eine Waffe habe, um mich zu verteidigen, wenn es denn sein muss. So, wir machen Kompass. Da sehe ich auch nochmal Süden. Wir laufen jetzt exakt nach Süden, das heißt, da ist Osten, wie ich sagte. Kompass könnt ihr mit K aufmachen. So, wichtig ist, dass wir jetzt erstmal nach Süden laufen, weil irgendwann kommt das Meer. Und wenn wir am Meer sind, brauchen wir nur noch nach rechts gehen und dann kommt das Airfield. Und am Airfield habt ihr noch dickere Waffen wie die M4, die wir jetzt hier haben. Und vor allem auch dicke Visiere, was eben auch sehr wichtig ist. So, hier ist Loot, sehr gut. Ziegelstein. Können wir mal mit. Oh, Alter, nimmt der viel Platz weg, so ein Ziegelstein. Ziegelsteine sind cool, damit könnt ihr Leute bewusstlos machen. Und einfach gegen den Kopf werfen. Fernlass, sehr gut. Eine Karte ist auch sehr gut. Alles klar. So, dann machen wir, stecken wir die Waffe wieder weg. Die nimmt er immer raus jedes Mal. Ist klar, und dann geht's weiter. Da kommen wir auch noch gerade looten. Hier ist ja relativ clear alles. Müssen ja auch mal ein bisschen Grundequipment finden. So Essen und so ein Kram halt, trinken, essen. Und Cerealien, sehr gut. Holz habe ich vorhin auch eingesteckt. Damit kann man ein Lagerfeuer machen. Braucht man allerdings noch Streichholz dafür. Hier ist nichts weiter. Ist klar. Dann. Flitzen wir mal weiter. Ja, das ist Breaking Point, auch DayZ. Das hat natürlich viel mit Laufen zu tun. Ich meine, es gibt hier auch Fahrzeuge, definitiv. Auch nicht so wenig, wie man annehmen mag. Aber trotzdem stolpert man relativ selten über ein Fahrzeug drüber, weil die meistens in Spielerhänden sind und die Leute sie entsprechend irgendwo in ihren Garagen verschließen oder entsprechend verstecken an der Küste oder so. Auch schon letztens gehabt, da bin ich dann mit dem Auto rumgefahren. Also ich habe ein Auto von einem Spieler erbeutet, die Militärbase ist. Also es gibt so riesen Militärbaracken. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch vorbei.
da haben die ihr Auto geparkt. Wir haben waren ja meistens zu dritt gewesen, haben dann drei Leute von denen über den Haufen geballert und hatten dann natürlich zwei Autos, was für uns ganz cool ist. Und einen Wagen haben wir dann ein bisschen weiter weggeparkt gehabt, und den anderen haben wir dann nochmal irgendwie einen Kilometer weiter gefahren und da geparkt. Und als ich mir dann nur ein bisschen weiter weglaufen wollte vom Auto, um mich entsprechend auszuloggen, steht auf einmal ein Hunter vor mir, also so ein, nicht so ein Spieler hier, ein Hunter, sondern ein Fahrzeughunter. Das ist so ein gepanzerter SUV. Ziemlich coole Karre. Die hatten anscheinend Spieler versteckt und wir hatten auf einmal instant drei Wagen. Schöne Sache. Wir laufen nach Süden. Ja, passt noch. Alles klar. Oh, Hauptstraßen. Blöde Idee. Hauptstraßen sind nicht sehr schön, weil erstmal sieht euch da jeder. Und zweitens, wenn ein Auto kommt, seid ihr quasi im Arsch, weil ihr könnt euch vor dem nicht verstecken. Der hat immer den Vorteil, weil er definitiv euch einfach über den Haufen fahren kann. Während ihr munter vor euch hinballern könnt. Vielleicht mit Glück den Fahrer rausschießt, aber ist schwierig, wenn ihr unter Adrenalin steht, wenn ein Fahrzeug auf euch zugerast kommt. Da ist der erste Gedanke, ich muss hier weg, ich muss wegrennen. Aber das ist meistens dann der falsche. Ziemlich hügeliges Gelände hier gerade, aber gut, bessere Deckung für den Feldern. So. Ihr könnt euch, wie ich erwähnt hatte, schon hier Schafe schlachten. Schafe sind relativ selten, oder auch Schweine, wenn ihr welche seht. Die könnt ihr euch einfach mit der Axt zum Beispiel niederknüppeln, könnt ihr auch einfach erschießen und könnt ihr dann mit diesem Combat Knife, was ich bei mir im Inventar habe, könnt ihr die dann holen. Da hinten haben wir das Schafe, wenn man vom Teufel spricht. Ist ja voll geplant hier. Ja, ihr könnt natürlich erschießen, aber das würde ich nicht empfehlen, weil das ist unnötig laut und muss nicht sein. Dann demonstriere ich euch das direkt mal. Na, guck mal her, mein kleines Schäfchen. Ja, und zack, das war's schon. Und dann sagen wir Gut Animal. Nimmt da das Messer raus und macht aus dem noch kompletten Schaf einfach ein paar Steaks. Zack. So, die Steaks könnt ihr euch dann einfach ins Inventar packen. Vorausgesetzt, ihr habt genug Platz. So. Woodpile lassen wir mal drin, weil das brauchen wir auf jeden Fall noch, um das Fleisch zu verarbeiten. Man kann das auch roh essen, aber das würde ich euch nicht empfehlen. Ja, ich denke mal, zwei Steaks reichen erstmal. Und dann geht's weiter. Aber die bringen auf jeden Fall, die restoren euer Blutlevel, wenn ihr angeschossen wurdet. Und, oh, hallo, Wasser. Sehr gut, sind wir im Wasser, das ist schön. Also die werden euer Blutlevel entsprechend erhöhen. Und ebenso werden sie... werdet ihr dadurch könnt ihr eure Ernährung entsprechend ändern, die ihr hier seht übrigens. Also wenn ihr irgendwie entsprechend Hunger habt oder sowas, dann hilft ein Steak echt ungemein. Aber verarbeiten. Ihr könnt es roh essen. Ich weiß nicht, ob man sich davon infizieren kann irgendwann. Aber auf jeden Fall bringt es weniger Nahrung. Also ihr habt dann schneller Hunger und Blutlevel tut es, glaube ich, auch nicht restoren. Mal schauen, ob wir irgendwo noch Streichhölzer finden. Eine Weapon Flashlight, schön. Und Nägel und Sportsback und so weiter. Eine Taschenlampe an der Waffe ist immer eine schöne Sache. So. Wir laufen jetzt mal Richtung Airfield. Jetzt sind wir schon mal im Wasser. Ich habe mich übrigens extra für euch vor der Aufnahme umgebracht. Ich war voll high-end equipped gewesen. Also das dickste... M4 Blackout Sturmgewehr, also Kaliber 300, das haut echt richtig rein. Das ist so DMR M4, sag ich mal. Richtig schönes Style, ACOG drauf gehabt, einen richtig großen Sports-Backpack, sondern einen richtig großen Backpack gehabt. Der nennt sich, glaube ich, British Backpack, also echt groß, viel Platz drin gewesen. Hatte auch jede Menge Essen, jede Menge Trinken. Aber ich wollte nicht voll equipped die Aufnahme beginnen. Da habe ich direkt gesagt, nee, das ist blöd. Wir müssen von Anfang an mal einmal anfangen, damit ihr seht, wie das Spiel für euch auch anfangen würde, wenn ihr das erste Mal auf dem Server spielt. Und ja. Genau. Aber es ist ein bisschen schade natürlich, weil mit dem Charakter habe ich auch schon wieder 2-3 Tage überlebt, glaube ich. Und es ist natürlich immer schöner, wenn man entsprechend möglichst lange überlebt. Ich bin halt einfach ins Wasser gesprungen, hab mich bewusst ertrunken, weil Respawn drücken geht hier nicht. Ihr müsst euch schon irgendwie selbst killen dann, damit ihr wirklich sterbt. Oder euch einfach erschießen lassen von irgendwem. Aber, naja, gut, okay. Also wie gesagt, man ist ja mal relativ schnell equipped.
wenn man alleine ist, müsst ihr das Risiko abwägen, ob ihr euch wirklich auf ein Airfield oder sowas alleine drauf traut oder ob ihr lieber sagt, nee, lass ich jetzt bleiben, muss nicht unbedingt sein. Wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, ist es natürlich ein bisschen entspannter, weil dann könnt ihr einfach entsprechende Wachposten aufstellen, die sich irgendwo an den Wald ransetzen und euch im Notfall Deckung geben, wenn ihr beschossen werdet. Würde ich euch grundsätzlich auch empfehlen, alleine, ups, gerade gegen das Mikro gekommen, alleine spielen kann man machen, ist auch ganz lustig ab und zu mal, aber ich bevorzuge es doch wirklich im Team zu spielen. Also mindestens zwei Leute noch dabei zu haben. Hallo Schaf, erschreck mich nicht so, ey, boah, Schiffe sind viele vor mir, ey. Schafe und Schweine sind übrigens nicht die einzigen Tiere, die ihr hier haben könnt. Es gibt auch Hunde. Hunde sind grundsätzlich euch friedlich gesinnt, die ignorieren euch komplett, das ist denen scheißegal, ob ihr da seid oder nicht. Allerdings könnt ihr Hunde mit rohem Fleisch anlocken oder ködern und daraus aus den Tieren, aus den wilden Tieren quasi eure eigenen machen. Dann habt ihr einen eigenen Hund, dem ihr sogar einen Namen geben könnt. Und dem ihr auch dazu bringen könnt, dass der andere Spieler angreift, die in der Nähe sind. Was natürlich dann auch heißt, dass wenn ich jetzt hier rumrenne und da kommt ein Hund angelaufen, der einem anderen Spieler gehört, könnte das richtig ungemütlich für mich werden. Sportspack und so weiter, da brauchen wir nichts von. Nichts weiter, hochklettern, dann spare ich mir jetzt mal. Und deswegen müsst ihr immer vorsichtig sein, wenn ihr einen Hund seht, guckt erstmal, was der macht, wenn der schnurstracks auf euch zuläuft. Hallo Kaninchen, ne? Was bist du? Ne? Wo willst du denn hin? Süß. Ja, Kaninchen gibt's hier auch. Den könnt ihr aber nicht viel machen. Die rennen nur rum und hoppeln rum und spitzen ihre Ohren und gucken euch blöd an. Aber sonst. Ich renne jetzt zwar mitten über die Wiese hier, aber ich bezweifle das hier stark, dass hier irgendwie großartig viel Besucher sind. Also zumindest von dieser Seite. Ja. Mal die Karte mal aufmachen, damit wir überhaupt mal sehen, wo wir hier sind. Und da sind wir. Das Airfield ist da. Alles klar, müssen wir noch ein Stückchen laufen. Ich könnte die Karte mit diesem Kreis zentrieren. Ich gehe mal gerade mal wieder. Das ist mir doch ein bisschen zu offen hier gerade. Boah, das ist echt sehr offen. Du Scheiße, ey. Gerade gedacht, so, ja, okay, mit den beiden Hügeln rechts und links ist geht das sogar. Aber. Alter Schwede. Ne, hier möchte ich nicht auch längere Zeit rumlaufen. Ja. Genau. Na, noch ein Kaninchen. Ich bin schneller als du. Auf die Karte geht halt nochmal ein. Da zeige ich euch gleich nochmal genau, wie die funktioniert. Und zeige euch auch mal, wie groß die Insel eigentlich ist. So, ich würde euch empfehlen, am Wasser lang zu laufen. Oh, hallo. Das überprüfen wir doch mal. Ein Boot. Zuallererst jetzt in den Tag gucken, ob hier irgendwelche Sachen drin liegen. Okay, eine Fuel Can, eine leere Dose und Hydraulik Fluid. Na, Engine ist rot, das heißt, Motor kriegen wir nicht an. Schade. Okay. Ja, da müsstet ihr jetzt den Motor tauschen. Und Tank sah auch ziemlich leer aus. Also hättet ihr was, da müsstet ihr wahrscheinlich betanken und den Motor reparieren. Ja, aber grundsätzlich würde ich euch empfehlen, am Wasser lang zu laufen, weil erstmal, Gegner können ja nur von hinten und von vorne kommen. Von oben ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, wenn ihr rennt, gut, wenn jetzt keiner hinter euch ist, wird danach auch keiner hinter euch sein. Würde ich mich nicht drauf verlassen, aber ab und zu nach hinten gucken schadet nicht. Und falls ihr vorne auf einmal einen Kontakt seht, könnt ihr euch schnell hier hinter so eine Kante legen, Waffe rausnehmen oder im Notfall auch sogar ins Wasser eintauchen. Ist auch ganz praktisch, weil dann sieht euch der Gegner auch nicht. Ja, die Karte. Genau. Hier ist die Karte. Das ist die Insel. Das lädt gerade mal. Lass mir den mal entladen. So, das ist Bornholm. Diese Insel gibt es auch so wirklich, so wie sie ist. Also könnt ihr bei Google Maps mal Bornholm eingeben, dann seht ihr, dass die Karte wirklich 1:1 so aussieht. Inklusive der Städte, die hier sind, inklusive der Hauptstraßen. Es ist alles identisch. Da hat sich dann der Mapper echt eine Menge Mühe gegeben, finde ich echt cool. Ich war selbst noch nie auf Bornholm, aber wenn man hier so spielt, hat man extrem Bock drauf, da mal hinzugehen und zu gucken, ob es da wirklich auch so aussieht. Ja, und die Karte könnt ihr zentrieren mit hier diesem Kreis hier oben. Dann drückt ihr drauf, dann seht ihr, etwa in diesem Bereich befindet ihr euch gerade. Fernglas habe ich ja vorhin auch aufgesammelt, kann man mit B aufmachen, kann ich euch gerne mal zeigen. Gucken wir mal hier, ob wir irgendwelche feindlichen Kontakte
sehen. Nö, sieht soweit alles ganz okay aus. Hier ist eine Ruine irgendwie. Und so weiter und so fort. Ich glaube, bis da hinten müssen wir etwa. Da ist, glaube ich, das Airfield. Sieht weiter aus, als es tatsächlich ist. Ich denke, länger als 5 Minuten wird es nicht dauern. Ihr habt natürlich, ihr fragt euch wahrscheinlich, wann man mal essen muss oder wann man was trinken muss. Das seht ihr einerseits über, kann ich gerade mal zeigen, über hier diese Anzeige. Moment, komm, in Deckung gehen hier. So, einerseits über diese Anzeige, die hier oben ist. Da habt ihr einen Magen und wenn der rot aufleuchtet, dann habt ihr Hunger oder Durst. Und ihr hört das noch besser. Das heißt, wenn ihr euch nicht immer, ihr wollt dann immer ins Inventar gucken, habe ich jetzt Hunger, habe ich jetzt nicht Hunger. Euer Charakter macht euch das entsprechend bemerkbar. Das heißt, wenn ihr anfangt richtig schwer zu atmen, also zu schnaufen, als wärt ihr total aus der Puste, dann habt ihr Durst, dann müsst ihr was trinken. Irgendwas Flüssiges, das kann Soda sein, das kann Cola sein, das kann auch einfach nur ein Wasser sein. Also, da geht es ein bisschen steil runter. Also das ist normales Wasser sein. So, Wasserflasche zum Beispiel. Und wenn ihr Hunger habt, dann grummelt euer Magen so ganz krass laut. Das heißt, im ersten Moment werdet ihr euch erschrecken und denkt, hey, was ist das für ein Geräusch? Und dann, ah ja, ist ja mein, Magen. Und danach verschwindet das auch relativ schnell. Und dann könnt ihr wieder erstmal wieder eine halbe Stunde, rumlaufen, ohne dass was passiert. Also, der hat nicht allzu häufig Hunger. Und auch nicht allzu häufig Durst. Das Problem derzeit ist, wir haben noch nichts zu trinken. Und wenn wir Durst haben, können wir dagegen nichts machen. Essen haben wir mehr als genug. Aber hier ist jetzt weit und breit auch keine Hütte, die wir dann irgendwie looten können. Oh, hier ist direkt die Hauptstraße. Gucken wir mal, dass wir das Airfield noch looten können und dass wir da dabei drauf gehen. Oder auf dem Weg dahin dabei drauf gehen. Das wäre schon ziemlich ärgerlich. Ich aber vor dem Airfield, sobald ich da bin. Ich würde eher sagen, dass wir mal, wir kreuzen mal hier und gehen mal durch das hohe Gras. Bisschen bessere Deckung. Außerdem ist, da lässt sich das Airfield ein bisschen besser aus dem Wald. In Deckung hat man mehr Deckung als auf dem offenen Airfield. Also Silos sind natürlich immer super Camper-Position für Leute, die wirklich hier die Leute beim Airfield bekämpfen wollen. Und ich weiß, wenn ihr die Daisy Standalone zum Beispiel gespielt habt, wisst ihr, dass Airfields grundsätzlich schön bekämpft werden von irgendwelchen Idioten. Und ja, deswegen wird es gleich ungemütlich werden höchstwahrscheinlich, aber wir versuchen es trotzdem mal. Sobald wir gleich am Airfield sind, also wirklich kurz vorm Terminal irgendwo, da sind noch Häuser, die können wir vielleicht nochmal abchecken. Bevor wir kurz vom Terminal sind, werde ich euch nochmal auf der Karte mal die wirklich interessanten Punkte zeigen, damit wenn ihr auf dieser Karte hier spielt, entsprechend auch wisst, wo findet ihr Loot. Na komm, geh hoch, der Kerl. Lass dir nicht ewig Zeit. Wichtig ist immer, dass ihr euch viel umguckt, weil wenn ihr euch nicht umguckt, kriegt ihr auch nicht mit, wenn da irgendwo ein Gegner ist. Gerade das Airfield, gerade diese ganzen Militärgebiete sind immer heiß umkämpft. Es kann gut gehen, dass da wirklich gar nichts ist, habe ich auch schon gehabt. Dann hängt er da echt das halbe Stunde rum und es passiert einfach nichts. Aber genauso gut kann es auch komplett nach hinten losgehen und richtig heftig abgehen. Hier ist ein Zombie irgendwo. Lauter Baumaterialien. Wo ist denn der? Der hängt da oben irgendwo rum und brüllt da vor sich hin. Ups, leck. Och, offenes Feld, ey. Irgendwann bereue ich das nochmal. Ich sehe es schon kommen, ey. Irgendwann kriege ich hier einen Kopfschuss ab, ey. Aber wieder Zombie, wa? Egal, Hauptsache. Das Schöne ist immer, wenn man sich umguckt und aufnimmt nebenbei. Ich sehe das jedes Mal wieder. Dann guckt man hinterher in der Aufnahme, guckt man sich das Video nochmal an und denkt so, scheiße, da war ja einen. Den habe ich vorher gar nicht gesehen, so eine Aktion.
Müsst ihr mal drauf achten, wenn ich mich hier umgucke. Also würde ich was sehen, würde ich euch das schon sagen. Könnt mir ja mal, wenn ihr in den Kommentaren irgendwie einen Spieler gesehen habt, so nach dem Motto, oh mein Gott, das ist einer am Baum, hast du den nicht gesehen, der hat dich voll ignoriert oder sowas, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich kacke mir da hinterher mal total ein, wenn ich dann die Dinger sehe und denke mir dann immer, oh mein Gott, scheiße, verdammt, zum Glück ist das gut gegangen. Oder auch so Situationen, wo man denkt, ja, ist ja alles clear, rennt dann irgendwie, rennt dann rum. Und dann wird man auf einmal von irgendwo beschossen und denkt sich, hä, wo kommt der jetzt auf einmal her? Obwohl man ihn vorher schon zweimal gesehen hat. So kann das laufen. Ich habe auch schon so Aktionen gehabt, dann habe ich einen Gegner nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen. Und man hat sich hinterher gefragt, Alter, wie ist das möglich gewesen? Nachdem man dann festgestellt hat, dass man doch irgendwie in dieselbe Richtung gelaufen ist. So, gleich sind wir im Wald, dann sind wir auch in Sicherheit. Gucken, wir hoffen, dass jetzt nichts mehr passiert auf den letzten Metern. Das ist auch eine Frage des Timings. Es kann echt so sein, dass der zeitgleich mit irgendeinem anderen Typen am Airfield ankommt und dass es die Mega-Schießerei gibt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass der Kollege gerade in dem Moment weggeht vom Airfield, wo ihr da ankommt und ihr euch genau in die Arme lauft. Das kann auch passieren. Und natürlich kann passieren, dass gar nichts passiert. Dass der Gegner einfach weg ist und ihr hinkommt und ja, und ich wundere, warum so wenig Loot da ist. Und der Typ total high equipped ist und sich denkt, hä? So, jetzt mal schauen, wie wir ein bisschen mehr Deckung. Aber ich denke mal, wir gehen noch mindestens bis zum Terminal ran. Ihr habt noch relativ wenig Zugänge zum Airfield. Oh, noch eine Wiese, ey. Brech ab hier, ey. Was liegt da hinten? Das ist anscheinend irgendwie ein Stein, oder? Ja, ist ein Stein. Oder ein Busch oder so. Ihr kommt einfach kaum aufs Airfield drauf, weil der Zaun wirklich durchgehend zu ist. Das heißt, wenn ihr nicht gerade ein Auto habt, wo ihr die Zaun einfahren könnt, kommt ihr da eigentlich nicht drauf, außer über den südlichen Eingang, der aber quer übers Airfield geht. Das heißt, ihr habt null Deckung. Und, oder halt vom Wasser direkt, aber da müsst ihr auch quer übers Airfield. Die sicherste Möglichkeit ist wirklich, über ein Terminal zu laufen. Also quasi über den Haupteingang, auch wenn es echt scheiße klingt, aber da habt ihr wenigstens noch ein paar Gebäude und irgendwelche Wände und Mauern, wo ihr hinter in Deckung gehen könnt. Wenn ihr beschossen werdet zum Beispiel. So, jetzt aber ist, glaube ich, die letzte große Wiese, über die wir müssen. So, in den Hangars spawnt auf jeden Fall. Hangars ist, glaube ich, richtig. Hangars spawnt auch Loot, also auch Waffenkisten. Allerdings ist da abzuwägen, ob das Sinn macht, alleine die Hangare zu... Hangars? Ich glaube, das Wort heißt Hangars. Es klingt einfach falsch, aber ich weiß nicht, wie es anders heißt. Hangare. Hangaris? Lagerhallen, verfickt nochmal, keine Ahnung, ey. Oh, Terminal, okay, alles klar, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie ein bisschen Deckung finden. So. Noch ein bisschen. Hier noch einmal rüber. Hier noch einmal runter. Oh, hier ist gut. Legen wir das mal hier hin. So. Die Hangars werde ich jetzt nicht looten, weil das ist mir zu offen, das Gebiet einfach. Es wird sowieso knifflig genug werden, hier das Airfield zu looten. Ja, Airfield, ihr seht, wie riesig dieses Gelände ist. Wir sind jetzt von hier komplett entlang gelaufen, am Waldrand, an der Straße entlang und sind jetzt hier vorne. Hier irgendwo befinden wir uns, etwa hier im Waldstück. Und wir haben hier den Terminal, den wir looten können. Hier sind die Hangars, die lassen wir aber in Ruhe. Bitte seid mir nicht böse, wenn es nicht Hangars ist. Ne? Mir fällt es nur gerade nicht ein, wie das andere Scheißwort dafür ist. Flugzeuglagerhallen. So. Und den Terminal haben wir hier. Dann haben wir hier eine Ranger-Baracke. Die kennt ihr ja schon. Waren wir ja schon drin gewesen. Kann geiles Loot spawnen oder auch nicht. Im ATC-Tower selbst spawnen auch gutes Loot. Und hier hinten müsste auch noch ein Hangar sein. Ja, ich würde sagen... Okay. Hallo, Schaf. Psst, du siehst mich nicht. Geh weg. Geh weiter. Komm, geh weiter. Du siehst mich nicht. Nicht gesehen. Sehr gut. So, interessante Lootgebiete. Auf jeden Fall das Airfield, definitiv. Dann haben wir hier oben, das ist eine Stadt, die ignoriert ihr einfach komplett, da würde ich euch auch nicht empfehlen hinzugehen. Dann haben wir hier oben die Almegarad-Kaserne. Da stehen, glaube ich, 4 oder 5
Baracken, Ranger-Baracken rum und diverse andere High-Loot-Buildings, Tower und sonstiges. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr dahin rennt, seid ihr auf jeden Fall voll equipped, wenn ihr wieder wegrennt. Aber es ist auch sehr beliebt, also wirklich sehr beliebt. Und deswegen würde ich da euch nicht empfehlen, allein hinzugehen. Grundsätzlich würde ich jeden Militärturm looten. Es gibt diverse Militärtower. Es gibt hier oben, soweit ich weiß, jetzt nichts weiter. Ihr habt aber hier unten zum Beispiel, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich richtig baff gewesen. Und zwar gibt es hier Wreckhammer, nennt sich das Gebiet. Ihr seht diese Linie, ja, dieses hier. Das ist ein hoher, circa 3 Meter hoher Stacheldrahtzaun und der geht komplett über dieses ganze Gebiet. Komplett hier lang, hier oben hoch, bis da an der Hauptstraße entlang, hier runter, da lang, bis hier zur Küste. Ihr seht, das ist ein Gebiet von über einem Kilometer, wo einfach so viele Ranger-Baracken sind und Loot-Gebäude und ich weiß nicht was alles. Aber zum Glück nicht alles auf einem Haufen, sondern richtig schön weit auseinander, sodass ihr echt die Möglichkeit habt, da zu looten, ohne irgendwie überhaupt einem Typen über den Weg zu rennen, auch wenn vielleicht zeitgleich 6 Leute auf diesem Gebiet sind. Also das ist echt ein cooles Gebiet. Ist ziemlich genau im Süden. Ihr spawnt eigentlich immer in diesem Waldgebiet hier. Irgendwo, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links, das ist immer unterschiedlich. Osten, wie gesagt, ist immer Sonne. Daran könnt ihr euch orientieren. Deswegen, wenn ihr auf Bornholm spielt, hier war auch Akirkeby, wo wir vorhin waren. Da waren hier die Ranger-Baracken und zwar müsste das diese hier sein und diese hier, glaube ich. Das waren, glaube ich, die beiden Ranger-Baracken und die anderen sind irgendwo hier am äußeren Stadtrand. Ich meine hier eine von denen hier, ich glaube die beiden. Da könnt ihr auf jeden Fall looten gehen. Also einfach nach Süden laufen, da Kirkeby würde ich meiden, muss nicht unbedingt sein. Aber hier unten gerade dieses große Gebiet und auch das Airfield und auch hier diese riesige Ranger-Baracke oder riesen Kaserne hier, dieses Almegard. Lohnt sich auf jeden Fall, macht eine Menge Laune und da werdet ihr auf jeden Fall fett equipped sein. Diese Dinger gehe ich auch nochmal ein, das sind sogenannte Strongholds. Das sind quasi von NPCs bewachte Gebiete der jeweiligen Fraktion. Das hier oben ist die Ranger, der Ranger Stronghold. Das heißt, wenn ihr Survivalist oder Nomad oder Ranger seid, könnt ihr euch da frei bewegen, ohne dass die NPCs euch irgendwas antun. Also ihr könnt da komplett frei handeln mit anderen Spielern oder euch einfach treffen, wenn ihr euch mit Freunden treffen wollt und so weiter. Da gibt es hier noch, das ist glaube ich Outlaw, da können natürlich nur die Outlaws hin. Alle anderen werden gnadenlos von den NPCs über den Haufen geballert, wenn sie sich dem Gebiet nähern. Und das war Nomad und das war Outlaw, irgendwie so. Ich bin mir gerade nicht sicher, das Zeichen könnt ihr aber nachgucken, auf jeden Fall auf der Wiki-Seite, da steht es auch entsprechend beschrieben. Da steht auch genau nochmal, was diese Strongholds sind und was man da machen kann. Es gibt, glaube ich, 3 große Hauptstraßen, die quer durchs Land führen. Das ist einmal diese hier, die von der Ostküste komplett rüberführt bis auf die Westküste. Dann gibt es diese Südstraße, die hier unten lang geht. Und ich habe Durst, mein Typ gerade schwer atmet. Und hier haben wir auch noch eine große, lange Hauptstraße, die von quer durch die Insel durchgeht. Das heißt, wenn ihr... Das ist jetzt blöd mit dem Durst. Ich habe nur leider nichts zu trinken, soweit ich weiß. Ne, wir haben echt nur zu essen. Hoffen wir mal, dass wir in der Kaserne was finden müssen. Gucken, dass wir dringend da reinkommen. Oh, und ich höre einen Hubschrauber. Oh, der brennt schon. Oh, das ist auf jeden Fall ein Spielerhelikopter. Es gibt auch NPC-Hubschrauber, aber das ist ein Spielerheli. Da wurde anscheinend schwer beschädigt von irgendwas. Das ist ein ganz schöner Lacker, der Typ, dass er einen Hubschrauber erbeutet hat. Nicht schlecht, Respekt. So. Und dessen, dass wir hier nichts mehr zu trinken haben und dringend was zu trinken brauchen, würde ich jetzt einfach mal riskieren, aufs Airfeld zu gehen. Aber ich denke, ich werde die Waffe wegstecken. Dann bin ich schneller. Und werden noch nicht so allzu leicht getroffen. Okay, Tür offen, hier war schon mal jemand. Oh, da ist noch jemand, keine Ahnung. Das Geschnaufe ist... Oh shit, oh shit, oh shit. Komm her, du Arsch, komm her. Scheiße. Hat er uns echt erwischt, ey. Ah, verdammt. Egal, wir hatten eh Durst und konnten nichts. Aber ich glaube, wir haben ihn ganz ziemlich schwer erwischt, den dreckigen Arsch, ey.
Ja, so kann's laufen. Scheiße. Da war da genau in dem Moment einer gewesen. Ich war ziemlich sicher, dass wir ihn kriegen, aber ja, der Typ auch ein bisschen geleckt, der Kerl. Schade. Aber der müsste auch gleich sterben. Ich glaube, ich habe ihn ziemlich krass erwischt. Wahrscheinlich einfach die bessere Waffe gehabt in der Situation. Schade. Ja, ein bisschen Action zum Ende. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich schon alles gesagt habe. Ich wollte euch das eigentlich gerne mit dem Hund nochmal zeigen, aber hat sich jetzt nicht so ergeben. Schade. Eher viel habt ihr wenigstens gesehen. Okay, immerhin haben wir es lebendig erreicht, auch wenn wir jetzt nicht lebendig davon runtergekommen sind. Ach komm, ich spawn mal gerade Survivalist, einfach nur damit ihr mal seht, wie das so aussieht. Und ja. Oh, ich höre gerade einen Hubschrauber. Achso, das war nur, weil wir an der Spawninsel waren. Ja. Auf ein neues. Genau. Also, wie gesagt, ihr seht, das Spiel kann unberechenbar sein. Ihr lootet da echt über eine halbe Stunde, seid ihr am Looten, habt eine einigermaßen geile Waffe, seid am Airfield, seid total glücklich, geile Ranger-Baracke und so weiter. Und dann am Ende verreckt ihr. Jetzt seht ihr unten links einen Chat übrigens im Fenster. Da schreibt gerade ein Nomad, nee, ein Ranger, es ist, we are still south of it in a warehouse thingy, someone shooting south of us with the Benelli, also einer Shotgun. Die werden da gerade beschossen. Das ist das Schöne, man kann halt, kann ich mal zeigen, hier Fahrzeugkanal, direkte Kommunikation, Ranger-Channel oder auch entsprechend der Nomad-Channel. Da könnt ihr mit beiden schreiben. Die da, die Ranger, sind allerdings nur die Ranger-Chats, es sei denn, sie sind selbst Survivalist. Das ist auch ein Vorteil vom Survivalist. Ihr habt einfach, das ist auch, würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr alleine spielt zum Beispiel, dann habt ihr zum Beispiel noch so ein paar andere Freunde nebenbei, mit denen ihr euch unterhalten könnt, wo ihr euch dann vielleicht mit denen treffen könnt und auch entsprechend im Gruppenmenü hinzufügen könnt. Habt ihr ein Hexagon und so weiter und könnt in einer Gruppe im Team spielen und so. Ist schon ganz cool. Ja, wie gesagt, Breaking Point. Schade, dass wir jetzt direkt gestorben sind beim ersten Gegner. Ich hätte ihn gerne über den Haufen geballert und hätte mir seinen Loot geholt und so weiter. Aber in der Situation blieb mir nichts anderes übrig. Der Typ hat mich sowas von gesehen. Ich bin da reingelaufen und er sitzt am Ende auch noch ausgerechnet am Ende des Ganges. Ich hätte die Waffe vorher rausnehmen sollen. Hätte ich ihn direkt am Ende des Ganges anfracken können. Aber so lernt man aus seinen Fehlern. Ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte die Waffe sowieso schon raus zum spätestens im ersten Raum. Aber ja, das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Kommt auch davon, wenn man nebenbei quasselt, irgendwas versucht zu erzählen und sich dann noch aufs Spiel zu konzentrieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Auf jeden Fall nicht multitaskingfähig. Und ja, ich denke, Breaking Point ist ein cooles Spiel, macht eine Menge Bock. Es gibt auch andere Maps, wie zum Beispiel Sirsk Summer und Winter. Da habt ihr die Map einmal im Sommer und einmal im Winter. Das ist eine kleine Inselgruppengeschichte, auch ganz cool. Da könnt ihr natürlich auch auf Altes spielen. Das kennt ihr vielleicht von Altes Live, habe ich auch schon tonnenweise Videos zu gemacht. Deswegen werde ich auch Altes Live als Arma-3-Mod wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, weil ihr kennt das ja schon und ihr könnt es auch immer wieder gucken bei mir. Das wird ja ewig auf meinem Kanal verfügbar sein. Und aber die anderen Mods, wie gesagt, Breaking Point war jetzt heute, stand heute einfach mal an und dann demnächst wird vielleicht auch mal Wasteland kommen und auch mal Battle Royale. Da werden wir noch mal schön ein paar schöne Momente erleben, damit ihr einfach mal seht, welche Modifikationen gibt es bei Arma 3, was kann man da Schönes machen und ja, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Also ich würde sagen, es lohnt sich, das Spiel macht eine Menge Bock, im Team mehr als alleine, aber wie gesagt, habt Spaß. Bornholm meiner Meinung nach die beste Insel. New Haven gibt es auch noch, das ist irgend so eine total leckig, also leckt bei mir wie Sau, vielleicht läuft es bei euch super, bei mir leckt es echt wie Horror da. Weil Arma ja leider bekanntlich ziemlich CPU-lastig ist und ich hier mit meinem i5-Prozessor rumdümpeln muss. Aber nichtsdestotrotz. Ich hoffe, dieses kleine Special Breaking Point Let's Play hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr der Meinung seid, das war jetzt voll scheiße und der Typ ist ja voll schlecht, der kriegt das ja nicht mal gebacken, einen Gegner zu killen. Dann gebt mir ein Minus. Ist auch okay, kann ich mitleben. Und wenn ihr sonst irgendwas Nettes in die Kommentare schreiben wollt, freue ich mich natürlich immer sehr drüber. Und auch sonst, ja, Kritik, schreibt sie mit runter. Wenn ihr irgendwelche coolen Gegner, irgendwelche Gegner gesehen habt, die ich übersehen habe, schreibt es mit runter. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen zum Beispiel der Mod habt oder so, irgendwelche Installationshinweise, das funktioniert bei euch nicht, dies hier funktioniert bei euch nicht oder sonstiges, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich beantworte das immer gerne und wünsche euch noch einen schönen Abend jetzt und ein schönes Wochenende oder was auch immer ihr gerade habt. Und ja, bis dann, euer Dark Resistance. Ciao, ciao.